Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 342 von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir gesagt, dass wir um Waldeck rum zum Beispiel noch ein paar Bushaltestellen machen müssen, weil die Stadt gewachsen ist. Und ja, dann schauen wir auch vielleicht noch in anderen Städten vorbei, weil es da ist. Und das alles machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann haben wir hier oben schon mal die erste Stelle. Wo wir eine Bushaltestelle zaubern müssen. Dafür brauchen wir eine Straße. Innerstädtisch. Die muss dann. Ne, erstmal Straße bauen. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist erstmal richtig. Und das haben wir 1, 2, 3, 4. Hier, das wäre hier. Oder da? Ne, da ist es, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, muss da sein, ne? Aber am Hang eine Bushaltestelle war irgendwie nicht möglich, oder wie war das? Das ist ja voll doof, ne? Das bedeutet mal eben, wir bauen da eine Aufschüttung hin, die da ist. Und da ist. Und dann brauchen wir eine Schräge, die so ist. Und dann können wir die Straße dahin bauen, oder? So passt's. Jetzt die Bushaltestelle. Ich glaube. Da, genau. Und der Postkasten daneben. Ah, gab's ja kombiniert, ne? Oder? Oder, nee, das ist nicht. Ist nur der Briefkasten, ne? So haben wir's. Passt da erstmal. Dann müssen wir dort die Linie anpassen. Verbindung ist hier. Waldeck Stadtbus, Waldeck Mitte ist das. Stadtbus, Waldeck Mitte. Dann gehen wir mal nach Stadtbus. Waldeck Mitte dahin. Okay. Linie ändern. So, wir haben Waldeck Wurmstraße. Dies als erstes. Und dann fährt er zu Karl Marx. Karl Marx ist dann wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Ne, wo ist denn die Karl Marx Straße? Ach so, ah ja, der fährt ja immer wieder zur Karl Marx Straße. Mal A, B, C, D, E, aber F geht noch. Das heißt, hinzufügen ist schon richtig. Von der Karl Marx Straße geht es dann hier zur Kopernikusstraße und dann wieder zur Karl Marx. Wo war die jetzt? Hier unten? Ja. Und das passt dann. Da ist die Linie geändert. Und die ging auch noch. So, dann haben wir da fertig. Hier oben ist noch nichts. Hier oben ist was. Vier. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, es ist tatsächlich hier die vier, ne? Wenn ich da jetzt baue, ist eine Kreuzung. Aber ich muss hier hin, ne? Oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja, hier muss ich hin. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? So passt es erstmal. Und hier machen wir jetzt das weg und zaubern schnell eine Bushaltestelle dahin und daneben den Postkasten, dann geht das wieder, ne? Fertig. So. Ja, hier ist es anders gebaut, sehe ich gerade, ne? Aber das ist halt egal eigentlich, ne? Gut, dann haben wir Kopernikusgasse und
ansonsten Waldeck-Roggenstraße, aber da können wir mal gerade reingucken, wer da anhält in der Waldeck-Roggenstraße. Das ist Waldeck-Ost. Ja, und Waldeck-Ost sieht so aus, als ob da schon genug auf dem Bus sind, ne? Malerweg. Alle fahren zur Karl-Marx-Straße, auch hier. Okay. Warte mal, 1, 2, 3. Ne, war ja A, B, C, D, E, F. Und dann war es voll. Das hat der Michael damals geschrieben, ne? Mit F und dann passt's. Gut, das heißt, Ost ist durch. Das bedeutet, für die Haltestelle, und wir werden hier auch noch eine bauen, brauchen wir jetzt einen neuen Bus. Neue Linie also. Neue Linie hinzufügen. Können hier das nehmen, oder? Gibt es noch woanders eine Stelle? Wo fährt denn der lang? Hier oben gibt es auch eine Haltestelle. Wassacher Straße. Ja, würde ich mal hier oben jetzt den Bus lang fahren. Dann da lang. Und dann wieder da lang. Können wir eigentlich das so stehen lassen und bauen schnell die andere? Ich glaube, das geht, oder? Straße, haben wir die ausgewählt? Nee. Das ist 1, 2, 3, 4. Ich glaube, jetzt passt es, ne? 1, 2, 3, oder 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt müssen da noch die Haltestellen schnell hin. Da das, passt. Und wenn wir schon so schön dabei sind, ziehen wir die Straße auch gerade durch. Und haben 1, 2, 3, 4. Müsste hier hin. Ja. Und der Postkasten daneben. Okay, und da es so schön ist. Und da. Auch noch so ist. Und dann schließen wir die auf jeden Fall da an. Das brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Und der Postkasten ist 5. Dann passt es hier auch. Oh, eine Fläche ist nicht bedeckt. So ein Shit. Aber ist jetzt nicht schlimm. Wir können auf jeden Fall jetzt den Bus hier weiter fertig machen. Der zur Wassacher Straße fährt. Kommt von der da oben, Kopernikgasse. Kopernikusgasse. Und der fährt hier hin. Und dann wieder dahin. Ne, brauchen wir nicht. Ist richtig schon, ne? A, B, C, D. Geht. Okay, haben wir das? Fertig die Linie. Die Linie nennen wir Stadtbus Waldeck Ost Außen. Schuss. Passt. Jetzt brauchen wir noch das Depot irgendwo. Das war hier irgendwo in der Mitte, oder? Oh, das sieht man hier wahrscheinlich ganz schlecht. Ich dachte, das wäre hier gewesen irgendwo. Oder kamen die doch nicht hier weg und die waren alle aus, dass die, ja, der Bus kam, glaube ich, hier weg, ne? Da kam der Bus weg. So, und jetzt müssen wir einen Bus dafür haben. Ja.
Fracht, Kapazitäten sortiert. Ist das jetzt schon nach Kapazitäten? Ja, sieht so aus. Das sind hier die größten. Und welchen nehmen wir da jetzt? 50 km reicht schon der Geschwindigkeit, ja, ne? 1,40 Kilometer. 61, 44 den Meter, okay. 1,53, 1,97. Was haben wir hier? 1,35 bei, wie viele Leute? 87. Das ist ein Gelenkbus. 1,5 bei 67. 1,7 bei 65. Der ist besser wie der, auf jeden Fall dann, ne? 1,7, 92 bei 55. Ja, ich tendiere gerade zu dem Citaro, ist das, glaube ich, ne? Oder was ist das hier für einer? Sehe ich das irgendwo hier? Mercedes-Benz? Ne, steht kein Citaro. Ich dachte, das wäre einer. Erste Generation Tür, Dreitürer. Ach, die sind bestimmt sowieso erstmal später, oder? Kann das sein? Ich würde diesen jetzt aber mal nehmen, ne? Oder? 1,40, 1,35. Obwohl dieser hier vielleicht groß genug sein könnte, schon mit 67, ne? Da ist der Citaro. Okay, der kann schneller fahren. Schwierige Entscheidung. Ich nehme den. Fahrplan. Stadtbus Waldeck Ostaußen. Zack. Und weil es so schön ist, starten wir den und dann kommt da noch ein Postwagen drauf. Kostet 1,55, der Auflieger kostet 3,78. Kostet die Zugmaschine nichts? Nee, kostet nur 11 Cent. Ja, komm. Ach so, der war hier, ne? Der da drauf und fertig. Und startet den auch. Ach so, der braucht nur eine Linie. Stadtbus Waldeck außen, starten. Okay, läuft auch. Fertig. Haben wir das. Gut. Der fährt erst los, okay. Den wollte ich jetzt auch gar nicht haben, sondern ich wollte den haben, weil der wahrscheinlich schon gleich irgendwo am Zielort sein könnte. Nee, doch nicht. Der fährt ja erst noch von Floto los. Gut, von Floto losgefahren, das passt, aber ich sehe schon, wir sind. Ah, jetzt habe ich das Problem, dass ich in dieses Fenster rein muss. Nee. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Ach so, Pfeiltasten sind gefragt, ne? So, hier haben wir nichts. Ja, wir sind in dem Dörfchen Waldeck. Wenn's, na, neue 15.000 hat's ja noch, ist noch ein Dorf. Da sind wir durch. Ich glaube, hier geht die rote Linie durch. Das ist also fertig. Hier ist alles noch okay in Floto auf der Seite. Da auch. Ich glaube, das ist auch alles abgedeckt. Hier ist auch abgedeckt. Ich glaube, Floto brauchen wir nichts machen. Ja, dann gehen wir mal nach Sonderhausen. Das ist hier. Ist abgedeckt. Aha, hier ist Sonderhausen unten noch was zu machen. Am Kreisverkehrring. Ja, nur da. Machen wir da Sonderhausen in der nächsten Folge weiter, ne? Und wahrscheinlich, ja, Lauterbach ist dann dran. Ne, Lauter, nicht Lauterbach, Lauter. Lauter ist dann dran. Ah, guck mal, hier oben wird auch weiter ausgebaut. Da haben wir dann mehrere Stellen, die wir noch machen müssen. Jo, hier unten jetzt nicht so, ne? Gut, okay, wissen wir das Bescheid. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine überhaupt macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.